Holzmarberger. Natürlich gewachsen. Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, Jürgen. Ich bin immer wieder sehr gerne da bei diesem Paradeunternehmen. Und es gibt einen guten Grund zum Feiern. 95 Jahre, knapp ein Jahrhundert, Firma Marberger. Tradition generell ist sehr wichtig, da auch unsere Wurzeln begründet sein und man sieht es auch im traditionellen Holzbau, wie wichtig da die Erfahrungen aus der Vergangenheit sein. Ja, die Organisation war natürlich anspruchsvoll und speziell für die Mannschaft eine sehr aufreibende Sache, aber Gott sei Dank haben wir schon einige Erfahrungen sammeln können bei unseren letzten Festen. Der Marberger ist mir sehr wichtig als Bürgermeister der Gemeinde Umhausen, weil Holz Marberger ist in Umhausen entstanden. Vor 95 Jahren ein Traditionsbetrieb, der dann ausgesiedelt ist. Holz Marberger ist ein Traditionsbetrieb inzwischen bei uns in Heimingen. Es ist ja schon seit Mitte der 70er Jahre da. Gehört eigentlich zu den Gründerunternehmen unseres Gewerbegebietes und so gesehen sehr wichtig und vor allem Familienbetrieb ist das Um und Auf. Er zeigt eigentlich in kleinen Betrieben, wie man es machen kann, wie man es zu was bringen kann. Und ich glaube auch das Jubiläum, also diese 95-Jahr-Feier heute, zeigt auch, dass man auch noch an, wie soll man sagen, noch einem gewissen Alter oder einem gewissen Alter noch gut wirtschaften kann. Und das, glaube ich, zeigt die Firma Holz Marberger perfekt vor. Holz Marberger.